Die Suche nach Leben auf fremden Planeten gelingt nur interdisziplinär und vereint unterschiedliche Forschungsbereiche. Man kann sich dieser Astrobiologie aus mehreren Richtungen nähern. Von der Planetenforschung oder Geologie, aber auch aus der Biochemie und der Evolutionstheorie. Die benötigten Instrumente sind auf Raumfahrzeugen montiert oder in irdischen Teleskopen eingebaut. Das heißt, wir versuchen festzustellen, wie und wann das Leben auf der Erde entstanden ist, ob es ähnliche Bedingungen in unserem Sonnensystem gegeben hat, ob dort vielleicht auch Leben entstanden ist, was vielleicht nicht überdauert hat und jetzt nur noch als Spuren möglicherweise nachzuweisen sein könnte. Das sind alles Fragen von wirklich fundamentaler Bedeutung, die, denke ich, auch die gesamte Gesellschaft interessiert. Heute wissen wir nicht, ob es irgendwo auf diesen fernen Welten Leben gibt. Bis auf Weiteres hat die Astrobiologie dafür nur ein Anschauungsmaterial, die Erde. Ja, als allererstes möchte ich betonen, dass wir bisher nur ein einziges Beispiel von Leben kennen, nämlich das Leben auf der Erde. Das heißt, bisher ist die Erde der einzige Planet, von dem wir wissen, dass er belebt ist. Und wenn ich wir sage, meine ich die wissenschaftliche Community, hat ganz gute Vorstellungen davon, wie die Umweltbedingungen, als das Leben auf der Erde entstanden ist, hier waren. Und daraus versuchen wir abzuleiten, ob Leben auch woanders entstanden sein könnte, wenn die Umweltbedingungen so ähnlich waren wie hier auf der frühen Erde. Aber, wie gesagt, wir haben nur dieses eine Beispiel und deshalb sind sehr viele Dinge Spekulationen, was andersartiges Leben angeht. Wie also ist das dann mit dem Leben im Kosmos? Was kann uns eine ausgewiesene Expertin über diese theoretische Betrachtung nach heutigem Stand der Astrobiologie sagen? Da wir in unserem Sonnensystem aufgrund der bisherigen sehr erfolgreichen Weltraumforschung haben wir noch kein anderes Leben gefunden. Und wir können zumindest, was den Planeten Mars angeht, auf jeden Fall höhere Lebensformen ausschließen, sonst hätten wir sie schon gefunden. Aber könnte es nicht auch sein, dass wir uns der Entstehung von Leben auf anderen Welten aufgrund dieses einzigen uns bekannten Referenzsystems mit einer zu engen, einer zu menschlich fokussierten Betrachtungsweise nähern? Könnte es nicht genauso gut möglich sein, dass sich an anderen Orten in den heterogenen evolutionären Prozessen Leben nicht auf Kohlenstoffbasis, sondern mit ganz anderem Chemismus bilden kann und so zu unterschiedlichen Lebensformen geführt haben könnte? Es gibt durchaus Kollegen, die sich damit befassen, abzuschätzen, ob Leben auch auf anderen Bausteinen oder in diesem Fall jetzt Atomen beruhen könnte. Aber Kohlenstoff hat enorme Vorteile, was seine Möglichkeit angeht, verschiedene Bindungen einzugehen und auch enantiomere Moleküle, das heißt Moleküle mit einer bestimmten geometrischen Ausrichtung, zu bilden. Und im Grunde ist Kohlenstoff mehr oder weniger einzigartig und da Kohlenstoff auch überall im Universum anzutreffen ist, gehe ich davon aus, wenn es andere Lebensformen gibt, sind sie wahrscheinlich auch auf Kohlenstoff beruht. Die Geschichte der Erde beginnt vor 4,5 Milliarden Jahren. Anfangs wird sie von den Einschlägen zahlreicher Asteroiden erschüttert, die noch durch das sich bildende Planetensystem trudeln. Nach einer Milliarde Jahre aber deutlich abflauen. Zu dieser Zeit wirft eine große Zahl aktiver Vulkane mächtige Feuerfontänen in die zunehmend dichteren Wolken. In der schwülen, düsteren Atmosphäre bilden sich Gewitter. Ein großer Teil des Wasserdampfes kondensiert und fällt zu Boden. Der riesige Urozean entsteht, Brutstätte des Beginns von Leben auf diesem Planeten. Die ersten Einzeller entwickeln sich wahrscheinlich in der Tiefsee nahe heißer Quellen. Eine weitere Milliarde Jahre später greift eine neue Spezies massiv ins ökologische Gleichgewicht ein. Einzeller, die erstmals Licht zur Photosynthese nutzen. Als Abfallprodukt scheiden sie Sauerstoff in die Atmosphäre aus. Sie wird zunehmend lichtdurchlässiger. Vor 500 Millionen Jahren kommt das Erfolgsmodell Photosynthese mit den ersten Pflanzen an Land, gefolgt von den Gliederfüßlern und Wirbeltieren. Sie sind die großen Profiteure des permanent neu entstehenden Sauerstoffabfalls der Pflanzen. Aber auch für Pflanzen bringt die Tierwelt einen Vorteil, denn deren Abfallprodukt beim Atmen, Kohlendioxid,
ist der dauernd neu gelieferte Rohstoff für die pflanzliche Photosynthese. Die heutige Atmosphäre gibt es seit rund 200 Millionen Jahren. Erst vor etwa 200.000 Jahren beginnt der Homo sapiens die Erde zu besiedeln. Vor allem unser Schwesterplanet Mars ist seit vielen Jahren im Visier der Astrobiologen. Ein erfolgversprechender Kandidat für die Suche nach extraterrestrischen Lebensformen. Der rote Planet ist seit etlichen Jahrzehnten von zahlreichen Sonden besucht worden. Sogar Rover mit chemischen Laboren an Bord fahren über seine Oberfläche, während stationäre Lander mit ihren Messsonden tief in sein Inneres lauschen. Höher entwickeltes Leben war in der heute öden, wasserlosen Steinwüste bisher nicht nachzuweisen. Doch das lässt für Astrobiologen längst noch nicht den Schluss zu, dass es auf dem Mars keine Lebensformen gibt oder zumindest einst gegeben hat. Die Suche nach Leben auf dem roten Planeten geht weiter, mit dem Rover-Labor Mars 2020 Perseverance der NASA. Neben Panorama- und Stereoaufnahmen bisher unbekannter High Definition im Weltraum wird der Bohrer des Marsmobils Bodenproben entnehmen und das Gestein mit unterschiedlichen Sensoren und einem Spektrometer geologisch analysieren und dabei auch nach Mikroorganismen suchen. Mit einem Hubschrauberdemonstrator soll sogar erprobt werden, wie gut sich ein solcher Flieger in der dünnen Atmosphäre fortbewegen und das Terrain weiträumig erkunden kann. Sollten die Vor-Ort-Untersuchungen interessante Ergebnisse zeigen, dann ist es sogar möglich, die Rover-Mission auszuweiten. Proben könnten vom Mars zur Erde transportiert werden. Eine weitere Mission der Europäischen Weltraumagentur ESA folgt mit ExoMars. Wir sind sehr daran interessiert, zumindest nach Spuren von möglichem Leben auf dem Planeten Mars zu suchen. Und was auch zunehmend von großem Interesse ist, sind die Eismonde im äußeren Sonnensystem, Europa und Enceladus. Es war die Cassini-Mission, mit der Enceladus ins Blickfeld der Astrobiologen rückte. Die Sonde hat auf dem Eismond erstmals Geysire entdeckt, die Eiswasser aus dem Inneren des Mondes in Fontänen in den Raum sprühen. Dieser Kryovulkanismus des Saturnmondes wird, so die derzeitige Theorie, von flüssigem Wasser großer Reservoire tief unter der Eisoberfläche, vielleicht sogar aus einem Salzwasserozean, gespeist. Die Fontänen schießen bis zu einigen hundert Metern in die Höhe, bevor sich die dabei schnell gefrierenden Eispartikel dann wieder auf der Mondoberfläche niederschlagen. In diesen Fontänen wurde nicht nur Wasser nachgewiesen, sondern es fanden sich auch Moleküle, die für Mikroorganismen typisch sind. Das elektrisierte Astrobiologen. Ein internationales Forscherteam hat vor kurzem die Überlebensfähigkeit von Methanogenen auf Enceladus genauer untersucht. Im Laborversuch mit den vermuteten Bedingungen des unterirdischen Ozeans konnte sich ein Typ in dieser scheinbar lebensfeindlichen Ökosphäre vermehren. Offen bleibt jedoch auch mit solchen Experimenten, ob sich Mikroorganismen im Inneren des Enceladus überhaupt haben bilden können. Es braucht also einen Vor-Ort-Nachweis. Dafür entwickelt die DLR seit 2012 in einem langfristig angelegten Forschungsverbund den NX Ice Mole. Seine Aufgabe ist die Entnahme einer Probe des in einem Kryoschlot aufsteigenden Flüssigwassers. Alles beginnt mit dem Abwurf eines neu entwickelten akustischen Triangulationssystems, das die Bohrsonde später unter dem Eis präzise lokalisieren kann. Nach der Landung fährt der Eisbohrer aus und dringt mit seinem integrierten Radarsensor in das Eis vor. Dank dieser für die Raumfahrt gänzlich neuen, kombinierten dreidimensionalen Ortungs- und Navigationstechnologie kann NX Ice Mole im Vorfeld bis zu etwa 100 Metern Hohlräume oder eingeschlossenes Meteoritengestein erkennen, diesen Hindernissen weitgehend autonom ausweichen und Wasserproben mit großer Genauigkeit entnehmen. Diese lassen sich mit einem Lab-on-a-Chip sofort auf Mikroorganismen untersuchen. Die Messergebnisse werden anschließend über die auch für die Energieversorgung genutzte Kabelverbindung an die Basisstation übertragen. Diese sendet die Untersuchungsergebnisse dann weiter zur Erde. Der Eismol steht jetzt ausgerichtet.
Praxistests des auf der akustischen Triangulation basierenden Navigationssystems in den Gletschern der Alpen zeigten bereits die Funktionsfähigkeit dieser neu entwickelten Technologie. Und in der Antarktis konnte mit dem Bohrer bereits Flüssigwasser aus einem See unter dem Eis erfolgreich entnommen werden. Im antarktischen NX-Demonstrationsfeldversuch bei den Blood Falls wurde darüber hinaus nachgewiesen, dass die strengen Dekontaminationsanforderungen der international geltenden Planetary Protection Rules eingehalten sind. Die Wasseranalyse darf einerseits nicht durch mitgeführte irdische Bakterien verunreinigt sein und andererseits sollen auch keine irdischen Mikroorganismen auf fremde Himmelskörper eingeschleppt werden. Doch wann NX Ice Maul startet und mit welcher Mission er zu Enceladus gebracht wird, das steht heute noch in den Sternen. Nicht so bei einem anderen Eismond. Mit dem projektierten Europa-Clipper will die NASA in den nächsten Jahren den Jupitermond Europa besuchen. Umhüllt ist Europa von einem viele Kilometer dicken Eispanzer, der von Clipper mittels Radar genau vermessen werden soll. Interessant auf Europa sind neben der Beobachtung von Geysiren die auffälligen Strukturen im Eis der Oberfläche. Sie könnten auch von einer der irdischen Plattentektonik entsprechenden Verschiebung großer Eisplatten herrühren. Planetenforscher glauben, dass der feste Kern mit dem Mantel aus Silikaten von einem 100 Kilometer tiefen Ozean umgeben ist, in dem sich nach Meinung von Astrobiologen ebenfalls Mikroorganismen haben bilden können. Mit der Vermessung des Eismondes soll Clipper zudem nach einem geeigneten Landeplatz für eine künftige Eisbohrung suchen. Ob es allerdings eine derartige amerikanische Folgemission geben wird, das steht heute längst noch nicht fest. Neben den Eismonden der Gasplaneten blicken Astrobiologen verstärkt auch hinaus in den Weltraum, wo immer mehr Exoplaneten entdeckt werden. Auf diesen fernen Welten nach Leben zu suchen, ist jedoch eine besonders schwierige Aufgabe. Wir werden ganz bestimmt keine Mikroorganismen direkt aus der Ferne beobachten können, aber die Stoffwechselvorgänge führen zu Veränderungen des gesamten Planeten und das könnte durchaus sichtbar sein. Also ein Beispiel wäre eben die Produktion von Sauerstoff, wie er bei uns jetzt in der Atmosphäre vorherrscht. Das ist kein chemisches Gleichgewicht zwischen dem Planeten selber und dem Sauerstoff in der Atmosphäre, sondern wird ständig durch Lebewesen aufrechterhalten. Und genau da liegt das Problem, denn Atmosphären sind nur unter ganz speziellen Verhältnissen messbar bei sogenannten Transits, wenn der Planet von der Erde aus betrachtet vor den Mutterstern wandert. Dann wird die Atmosphäre für kurze Zeit im durchscheinenden Licht des Muttergestirns sichtbar. Doch diese Signale sind extrem schwach. Bisher ist es nur gelungen, die Atmosphäre von einigen Gasriesen zu analysieren. Aber auf welchen Exoplaneten ist die Suche nach Biomarkern vielversprechend? Das ist heute Gegenstand der astrobiologischen Debatten. Denn längst ist nicht eindeutig geklärt, welche Faktoren die sogenannte habitable Zone definieren, in der sich Leben überhaupt herausbilden kann. Die Strahlungsintensität des Muttergestirns ist dabei zweifellos ein wichtiger, aber sicher nicht der einzige Aspekt, der eine Rolle spielt. Unsere Sonne, wie andere Sterne auch, schleudert beispielsweise immer wieder mächtige Protuberanzen energiereicher und lebensfeindlicher Materiestrahlung in den planetaren Raum. Zum Schutz davor ist die Erde mit einem starken Magnetfeld ausgestattet. Hätte sie dieses nicht, wäre die Bildung von organischen Zellen zumindest an Land unmöglich, da die starke Teilchenstrahlung diese Kohlenstoffmoleküle zerstören würde. Ob sich solche Magnetfelder jedoch auch auf erdähnlichen Exoplaneten entwickelt haben, ist derzeit offen. Andererseits scheint die Bildung planetarer Magnetfelder nichts Ungewöhnliches, denn in unserem Sonnensystem haben auch andere Planeten einen derartigen Schutzschirm entwickelt. In den extrem schwachen und schwer auswertbaren Radiospektren von fernen Gasriesen beginnen Astronomen inzwischen nach den typischen Signaturen von Magnetfeldern zu suchen. Sie entstehen, wenn Sternenwinde auf planetare Magnetfelder treffen. Bei einem dieser Gasplaneten sind vor kurzem Signale entdeckt worden, die Astrophysiker erstmals vorsichtig als Anzeichen für eine Magnetosphäre interpretieren.
Gesichert sind solche Erkenntnisse allerdings noch nicht. Heißt das, dass es noch länger dauern wird, bis wir erste harte Indizien für die Existenz von Lebensformen auf fremden Planeten finden werden? Ich denke schon, dass man längere Beobachtungszeiträume braucht. Man wird auch nicht aufgrund eines einzigen Befundes behaupten, dass man Leben gefunden hat, sondern das sind im Grunde Biosignaturen und man braucht sicher mehr als eine, um eindeutig sagen zu können, dass man Leben gefunden hat. Das sind Hinweise. Es gibt sicherlich auch abiotische Vorgänge, die einen Teil von möglichen Beobachtungen erklären können. Man muss sorgfältige Hypothesen aufstellen und auch alle anderen Möglichkeiten ausschließen. Aber das wird sicher nicht in 5 Jahren passieren, sondern es bedarf unterschiedlicher Ansätze und auch längerer Beobachtungszeiträume, wenn man etwas gefunden hätte. Gibt es anderes Leben im Kosmos? Die Astrobiologin macht wenig Hoffnung, dass die Wissenschaft diese Frage bald beantworten kann. Aber wer weiß, vielleicht endet die mühsame Suche nach Leben im Universum ganz anders. Vielleicht kommt es doch einmal zum Close Encounter auf der Erde, der von so vielen Regisseuren schon spektakulär in Szene gesetzt wurde. Allerdings, die meisten Wissenschaftler glauben heute nicht, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sehr groß ist.